Hallo, ich bin Tanja Heidmann und ich lese heute aus meinem ersten Jugendbuch Schattenschwingen. Das ist der Auftakt zu einer fantastischen Trilogie. Und gleich in dem Kapitel begegnen wir der Heldin Mila, die ist 15, das heißt, sie feiert jetzt ihren 16. Geburtstag. Vor einigen Wochen ist ihr Freund spurlos verschwunden. Alle glauben, der Junge ist tot. Mila glaubt es nicht. Mittlerweile war es tiefe Nacht und am Himmel zeigte sich ein letzter Stern. Vom Meer kam eine leichte, kühle Brise, so dass ich froh war, an meine Kapuzenjacke gedacht zu haben. Mit den Füßen im aufgewühlten Sand versinkend, umrundete ich die unzähligen Lagerfeuer, um die Jugendliche herumsaßen und Grillsachen über dem offenen Feuer rösteten. Aus den mitgebrachten Boxen dröhnten die unterschiedlichsten Musiken, was jedoch niemanden zu stören schien, denn überall wurde getanzt. Die Stimmung war prickelnd, das nahm selbst ich wahr, auch wenn sie nicht auf mich übersprang. An den Strand zu gehen hatte mich schon einiges an Überwindung gekostet, auch wenn es den ganzen Abend über vermieden hatte, auch nur einmal zur Steilklippe hinüberzublicken. Aber nun konnte ich mich nicht mehr von ihr fernhalten, obwohl mir ihre schiere Nähe Schmerzen bereitete. Wie magisch von ihr angezogen, lief ich an der Wassernaht entlang, die Stimmen und die Musik bereits nur noch ein fernes Geräusch. Ich ertrug die Leere in meinem Inneren nicht mehr, hielt es nicht länger aus, meine Empfindungen zu unterdrücken. Mitten im Lauf blieb ich stehen und blickte auf das Meer. Ich hatte mich immer vor ihm gefürchtet, als könnte es mich jeden Moment verschlingen. Nun sah ich auf die schwarze Wellendecke und verspürte den Wunsch, einfach nur von ihr eingehüllt zu werden. Ich streifte meine Schuhe von den Füßen und ließ sie achtlos in den Sand fallen. Dem Wasser, das meine Füße umspülte, haftete mit einem Mal nichts Bedrohliches mehr an. Entschlossen setzte ich einen Schritt nach vorn. Glaub mir, es ist nicht der richtige Zeitpunkt für dich, um mit dem Schwimmen im Meer anzufangen, sagte eine vertraute Stimme hinter mir. Beim Klang dieser Stimme wirbelte ich herum und wäre dabei fast ins Wasser gestürzt. Ich fing mich im letzten Moment und starrte Sam an, der einige Schritte von mir entfernt am Strand stand. Er trug dasselbe Baseball-Shirt und dieselben Jeans wie bei unserem letzten Treffen, und trotzdem wirkte er vollkommen anders. Seine Aura, die ich ansonsten immer wie einen weichen Glanz wahrgenommen hatte, blendete mich nun, als blicke ich direkt in die Sonne. Ich musste die Augen zusammenkneifen, damit ich ihn ansehen konnte. Aber es war nicht nur diese ungeheure Strahlkraft, die mich erstarren ließ. Auch ihre Wirkung auf mich hatte sich verändert. Sie drang in mich ein, als wolle sie tief in meinem Innersten etwas berühren, als griffe sie nach meiner Seele. Sam, sagte ich leise, und es klang wie eine Bitte. Wie durch einen Schleier nahm ich seine Berührung wahr, spürte, wie er mich ein Stück vom Meer entfernt in den kühlen Sand bettete. Es tut mir leid, sagte er. Ich wollte dich nicht erschrecken. Sein Strahlen hatte nachgelassen. Es war beinahe wieder so mild wie früher. Fast schien es mir, als hätte er es mit Absicht gedämmt. Wie absurd. Ich streckte die Hand aus und berührte sein Gesicht, befürchtend, dass meine Hand ins Leere greifen könnte. Aber das tat sie nicht. Ich spürte Sams Wange und Bart stoppeln. Er saß vor mir, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Eine ungeahnte Wut stieg in mir auf. Ruckartig zog ich meine Hand zurück. Es tut mir leid, wiederholte Sam voller Ernst, aber ich glaubte ihm und ich glaubte ihm jedes einzelne Wort. Nur, dass es mir in diesem Moment vollkommen gleichgültig war. 4 verdammte Monate und kein Zeichen von dir. Nicht die kleinste Nachricht. Weißt du, wie es mir ergangen ist? Anstelle einer Antwort sah Sam mich nur an. Es war die Hölle. Und dabei habe ich die ganze Zeit über geglaubt, dass du lebst. Wie konntest du mir das antun? Ich hatte keine andere Wahl. Ist das alles? Mehr fällt dir nicht dazu ein? Mittlerweile schrie ich, doch das war mir egal. Alle Wut und Trauer, die endlosen Stunden, in denen ich an meiner Verzweiflung unterdrückt hatte, entluden sich und sprengten aus mir heraus. Jetzt, dass Sam wieder da war, konnte ich mir alles erlauben. Als er den Arm nach mir ausstreckte, schlug ich danach. Ich stürzte mich regelrecht auf ihn, doch er verwandelte meinen Angriff in eine Umarmung, der ich nicht lange widerstehen konnte. So lag ich weinend an seinen Armen, während er sein Gesicht in meinem Haar versenkte und mir beruhigende Worte zuflüsterte.
Schließlich versickten die Tränen und zurück blieb eine wohlige Erschöpfung, die ich nur schwerlich abschütteln konnte. Weit in der Ferne hörte ich ein gleichmäßiges Glockenschlagen. 11 Mal. Noch eine Stunde, dann ist mein Geburtstag vorbei. Dann bin ich ja genau zum richtigen Zeitpunkt zurückgekehrt. Alles Gute zum Geburtstag, Mila. Er neigte den Kopf und seine Lippen berührten meine. Warm und ein wenig spröde. Einen Moment lang schien es so, als wären die vergangenen Monate nicht mehr als ein böser Traum gewesen. Aber so war es nicht. Und deshalb löste ich mich nach diesem einen Kuss wieder von ihm. Du wirst mir ganz genau erzählen müssen, was passiert ist. Versprichst du das? Zu meiner Bestürzung zögerte Sam. Sein Gesicht lag im Schatten, doch ich erahnte die angespannten Züge auch so. Er rang mit sich, ob er mir dieses Versprechen geben konnte. Okay, sagte er schließlich. Dazu sollten wir allerdings hoch zur Steilküste gehen, dorthin, wo es passiert ist. Das würde es mir leichter machen, dir alles zu erklären. Es ist nämlich verdammt schwierig, die richtigen Worte für das zu finden, was mir nach dem Sturz widerfahren ist. Ich weiß kaum, wo ich anfangen soll. Du bist also wirklich von der Klippe gestürzt? Für eine Sekunde zerrte der Unglaube an mir. Wie konnte er das nur überlebt haben? Gesprungen trifft es eher. Also? Sam streckte mir seine Hand entgegen und ich nahm sie. Ihre Berührung fühlte sich genauso wundervoll an, wie ich sie in Erinnerung behalten hatte. So schlugen wir den Weg in Richtung Steilklippe ein. Zwischendurch verstärkte sich wieder die Geräuschkulisse der Party und einen Moment lang dachte ich an Lena, meine Freundin, die sich hoffentlich gut amüsierte und mein Fernbleiben nicht weiter bemerkte. Als wir oben angekommen waren, begann Sam, nur ein paar Schritte vom Klippenrand Totenholz aufzuschichten. Hastig fraß sich das Feuer durch das trockene Holz und loderte hell auf. Es stellte sich so hin, dass das Licht auf ihn fiel. »Sag mir, was du siehst«, forderte er mich auf. Ich zögerte. »Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ehrlich gesagt, habe ich sogar Angst davor.« »Das verstehe ich. Nur, wenn du dich schon vor dem Gedanken an das, was ich bin, fürchtest, dann kann ich nicht weitermachen. Ich habe versprochen, dir die Wahrheit zu sagen, aber du musst sie auch ertragen können.« Meinen Mut zusammennehmend sah ich ihn an. Das Erste, was mir ins Auge stach, waren seine lang gewordenen Haare, die sich in den Enden leicht wellten. Die Züge seines Gesichts waren härter geworden und so gerne hätte ich mir eingeredet, dass es am flackernden Feuerschein lag. Aber es ließ sich nicht leugnen, Sam war reifer geworden, nun schon fast ein Mann. Er stand still da, zeigte eine Geduld, die beruhigend auf mich wirkte. Schließlich fand ich den Mut und sah noch genauer hin. Wie ein direkt vor mir aufleuchtender Blitz blendete mich seine Aura, um sich dann im nächsten Augenblick in weiches Gold zu verwandeln, das mich umschmiegte. Ich fühlte eine sanfte Berührung, die mich meine Angst vergessen ließ, einen Herzschlag lang, hätte ich schwören können, dass es Sam war, der mich umschlungen hielt. Auf eine Weise, wie es kein Mensch vermag. Doch er stand immer noch eine Armlänge von mir entfernt und lieferte sich meinem Blick aus. »Hast du mich gerade berührt?«, fragte ich trotzdem. »Ja«, antwortete er und lächelte verlegen. »Könnte man wohl so sagen. Hat es dir gefallen? Das weißt du ganz genau.« Mein Ton fiel schnippischer aus als beabsichtigt und Sam lachte. Ich wollte mit einstimmen, dann erst wurde mir bewusst, dass er einen Weg benutzt hatte, um mich zu berühren, den es eigentlich nicht geben sollte. »Erklär es mir«, forderte ich ihn auf. »Gut, ich habe es dir versprochen. Außerdem sollte ich mich beeilen, wenn ich dich vor Sonnenaufgang wieder zurückbringen will.« »Wohin willst du mich denn bringen?« Doch Sam hatte sich bereits abgewandt. Mit einer geschmeidigen Bewegung zog er sein Shirt über den Kopf. Unwillkürlich trat ich hinter ihn, angezogen von den Zeichnungen, die seinen gesamten Rücken bedeckte. 2 riesige schwarze Flügel. Schwingen. Im Feuerschein sahen sie fast lebendig aus, als würden sie sich, noch während ich sie fassungslos anstarrte, von Sams Haut lösen und ausbreiten. »Du hast dich tätowieren lassen?«, fragte ich, unsicher, ob ich diese Schwingen, die Rabenflügel ähnelten und dann doch wieder nicht, berühren durfte. »Nein.« Aber weiter kam ich nicht,
denn Sam hatte sich bereits zu mir umgedreht und seine Hand um meinen Nacken gelegt. Er zog mich dicht an sich heran und zugleich vergaß ich meine Frage. »Vertraust du mir?« Anstelle einer Antwort suchte ich nach seinen Lippen, und als ich sie fand, war der Kuss wahrer, als jedes Wortes gewesen wäre. Sam umschlang meine Taille mit solcher Kraft, dass es mir den Atem raubte. Dann setzte er ein Stück zurück, und ehe ich begriff, was geschah, stürzten wir über den Klippenrand.